Es ist zum Mäusemelken. Es ist jeder, der einen Hauch von Intelligenz hat, der kann einfach nur daran verzweifeln. Mehr kann man einfach nicht machen. Und dann hört man diese ganzen Argumente und ich denke mir echt manchmal, das kann nicht wahr sein. Registriere dich jetzt bei Bitwavo und profitiere von den Vorteilen. Was denkst du aktuell über XRP? Gleiche Stimme wie Kommentator von Defend FC? Ja, ich bin auch der Kommentator von Defend FC. Aslan und ich haben mehrere Unternehmen zusammen. Crypto Heroes führen wir auch zusammen. Defend FC hat Aslan allein auf die Welt gesetzt. Aber ich unterstütze ihn da, wo ich kann halt, ne? Und die Kämpfe, die kommentiere ich für ihn. Nach wie vor, XRP hätte ja auf 12 Dollar fallen können. Es wäre mir sowas von egal. Lasst euch nicht von diesen hirnlosen Kommentaren. Ich merke immer mehr, es gibt in der Comment-Section bei den Videos kommen jetzt immer noch mehr hirnlose Kommentare. Ich sag, hier ist ein Shitcoin und was weiß ich, da wird nie was. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Es gibt in diesem Markt einfach zu viele ungebildete Investoren. Ich höre es ja von vielen, die ich auch kenne, die dann sagen, Mann, ey, da schreiben so viele, das ist Müll, das ist ein Shitcoin. Ich sage mal, wer sind diese Leute denn, die das schreiben? Ich sage mal, vielleicht ist das irgendein Zwölfjähriger, der da irgendwie bei einem Meme-Coin sieht, dass er gerade 1000% gemacht hat und dann sieht er XRP an, dass er sich kaum bewegt hat in den letzten ein, zwei Jahren und schreibt dann irgendein Müll. Ich sage, das auf welche Art und Weise kannst du dir die XRP-Ledger denn angucken und denken, das ist irgendwie Müll, das ist nix? Einige schreiben da so hirnlose Sachen wie, außer Payments gibt es keine Anwendung. Das ist so, als ob man schreiben würde, ja, Tesla baut gar keine Verbrennungsmotoren. Darum finde ich die Kacke, die machen ja nur Elektromotoren. Oh, manchmal wirklich verzweifle ich an der Intelligenz der Menschen. Ich zweifle lang, die Elite hat einfach gutes Spiel, die Elite hat einfach gute Arbeit gemacht. Großteil der Bevölkerung ist einfach ungebildet und auf einem Intelligenzniveau, wo du dir dann denkst, wo ich mir manchmal denke, wo ich sage, das kann nicht wahr sein. Wie haben sie das einfach hingekriegt, dass genau die, die sie ausbeuten, die sie fertig machen, sich auf deren Seite noch stellen? Es ist zum Mäusemelken. Es ist jeder, der einen Hauch von Intelligenz hat, der kann einfach nur daran verzweifeln. Mehr kann man einfach nicht machen. Und dann hört man diese ganzen Argumente und ich denke mir echt manchmal, das kann nicht wahr sein. Aber wir müssen stark sein, wir müssen standhaft bleiben.